Hallo und willkommen im Whiskywaiter. Ich habe heute mal wieder ein Türchen für euch, nämlich das 20. Wir nähern uns der Zielgeraden und heute sind wir ein letztes Mal getrennt voneinander unterwegs. Whisky End und Whisky Only Adventskalender unterscheiden sich. Wir haben heute Whisky End Adventskalender, also was nicht Whisky-mäßiges im Glas. Und das 20. Türchen öffnen wir mal und schauen, was uns das heute bringt. Und wir sehen eine sehr schöne Farbe, tendenziell was Fassgereiftes könnte es sein. Und dann schauen wir doch mal. Wir haben heute vom lieben Thilo, vom Cask Count, den XO im Glas. XO, so heißt er, glaube ich. Aruko XO ist der offizielle Name. Aruko XO ist ein Mischgetränk aus 70% karibischem Rum, bestem karibischen Rum, so wie man liest, und 30% mindestens 10 Jahre altem XO Bass Armagnac. XO heißt aber extra old, also das, da sind zum Teil auch ältere als 10-Jährige drin. Also 30% Armagnac, 70% Rum. Abgefüllt mit 40% auf einer 0,5 Liter Flasche für den stolzen Preis von 65 Euro. Schauen wir mal. Auf jeden Fall eine spannende Kombination. Hergestellt wurde das Ganze übrigens von der Liber Distillery aus Spanien. Wem das nichts sagt, die stellen diese Schwefelbomben her. Ja, und hier kommt direkt eine ordentliche Süße durch. Ich weiß jetzt nicht, ob das Rum ist oder Armagnac. Ich finde beides. Beide haben eine extreme Süße mit da drin. Hier ist Honig, Zitrus, Melasse so ein bisschen. Orangenzeste. Hier ist so richtig, habt ihr schon mal eine Zitrone oder eine Zitronenschale genommen und die an einer Kerze ausgedrückt, also ausgepresst und dann zischt das so ein bisschen. Diese ätherischen Öle, die verpuffen dann. Und ich finde, das hat nochmal irgendwie so was Eigenes und so in die Richtung, da bin ich gerade mit der Assoziation. Also sehr süß, sehr hell aber. Sehr frisch, aber sehr angenehm. Also ich könnte mir vorstellen, dass der hier auch richtig gut was für den Sommer ist. Und, Geheimtipp vom Thilo, der soll ausgezeichnet zu einer Zigarre passen. Also wenn bei euch jemand Raucher ist, soll wohl gut passen. Zum Wohl. Sehr weich, sehr süß, sehr fruchtig. Ich finde, wenn man ihn runterschluckt, kommt so richtig der Rum durch, diese Süße von dem Rum. Das ist so immer das, womit ich bei Rum kämpfe, dass der so sehr süß ist oder zumindest sein kann. Es gibt ja viele Rums, die nochmal, ich glaube, mit Zucker oder so versetzt sind. Ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber ich meine, irgendwas wäre da. Und daher sind Rums ganz gerne auch mal sehr, sehr süß. Das habe ich bei dem hier gerade auch so ein bisschen, jetzt nicht so übertrieben. Es ist noch im angenehmen Bereich, aber der transportiert echt schon ordentliche Süße. Für 40% ist er dafür aber sehr schön voluminös und bleibt lange im Geschmack. Ich habe diese süße Honignote jetzt noch im Mund und hat man was von. Ja, auf jeden Fall eine spannende Spirituose, eine schöne Kombination und ich bin sehr gespannt, was der Thilo da in den nächsten Jahren noch so alles für
gewagte Experimente produziert. Außerdem Würde mich total interessieren, wie der euch schmeckt. Was sagt jetzt diese abgedrehten Kombi? Passt das gut zusammen? Passt der Armagnac und der Rum gut zusammen? Schmeckt euch das? Ich habe die ganze Zeit noch irgendwie so was Fruchtiges, Frisches, wo ich aber nicht drauf komme. Und ich überlege, ob ich so eine Ahoi-Brause, ich glaube, ich habe volle Kanne Ahoi-Brause in der Nase. Also, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr für Notes habt, was ihr für Geschmacksnuancen habt, wie der euch gefällt und was ihr zu meiner Auswahl sagt. Würde mich total interessieren. Ich bleibe auf jeden Fall bei Ahoi-Brause. Zum Wohl. Spannendes Teil, aber mir ein Ticken zu süß. Ist aber mal was Interessantes, was man mal auf den Tisch stellen kann, was definitiv noch nicht jeder im Glas hatte. Bin sehr gespannt auf eure Meinung. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr das Video mit einem Daumen nach oben belohnt, den Kanal abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt und beim nächsten Mal, sprich morgen, wieder dabei seid. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao.